Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt mit mir, dem Kreturi, auf meinem Kanal. Und ich kann den Namen nicht ändern. Ich kann den Namen nicht ändern. Okay, dann wird die Welt wohl Biome Bundle heißen. Okay. Ja. Gold Settings nehmen wir auch Biome Bundle. Dann den Game Mode. Survival. Bonus Chest machen wir an. Und dann, ja. Createn wir diese neue Welt. Ein neuer Anfang, wenn man so will. Und ja, in diesem Projekt sind einige Mods drin. Und jetzt direkt am Anfang, ich brauche eure Hilfe für dieses Projekt. Und zwar habe ich in diesem Projekt vor, dass ihr mir praktisch in die Kommentare Missionen schreibt und dann auch eine Belohnung, was ich für die Mission bekomme. Also was ich mir dann im Game selbst geben darf. Zum Beispiel, ihr schreibt, die Belohnung ist eine Dia-Brustplatte. Dann darf ich mir diese Dia-Brustplatte aus dem Creative Inventar cheaten. Oder halt per Command geben. Ja, genau. Es sind ziemlich viele Mods drin. Ich werde schauen, dass ich in die Videobeschreibung eine Liste mit allen Mods reinpacke. In erster Linie sind es Mods, die Dimensionen hinzufügen oder Mods, die die Umgebung schöner aussehen lassen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ja, es gibt zwei Mods, die fügen neutrale Monster hinzu. Das heißt, die eine Mod fügt nur Vögel hinzu und die andere Mod tauscht alle friedlichen Monster in Minecraft durch Monster aus, die schöner aussehen. Und da ist es erstmal ziemlich laut. Und ja, ihr seht schon, was ich meine mit hauptsächlich Mods, die die Umgebung schöner aussehen lassen. So, die nehme ich gleich mal mit, weil das sind, glaube ich, erstmal. So, wie am Anfang von jedem Minecraft-Projekt muss man auch hier am Anfang erstmal Holz farmen. Holz ist wichtig, kennt ihr alle. Minecraft eine der wichtigsten Ressourcen, aber auch eine der ätzendsten zum Farmen. Kennt, glaube ich, jeder das Problem, wenn man kein Holz farmen will. So. Ja, farmen wir erstmal diese paar kleinen Büsche ab. Und dann bekomme ich auch schon Setzlinge, was gut ist. So. Da habe ich in meiner Testwelt mit dem Aerobus. Also ich habe alle Mods getestet, wie die Portale funktionieren und so weiter. Ja. Es gibt eine Mod. Also die Mod, die die Standard-Vanilla-Minecraft-Tiere verbessert. Alle außer die Tintenfische, muss man dazu sagen. verbessert nicht alle Standard-Minecraft-Tiere, aber viele. Und warte mal kurz, ist das... Sind das Kokosnüsse? Sind das Kokosnüsse oder Kakaobohnen? Ich glaube, das sind Kakaobohnen. Ja, doch, das sind Kakaobohnen. Es gibt eine Mod, die für Kokosnüsse hinzu, die brauchen wir für ein Portal. Also nicht direkt fürs Portal, aber um das Portal nutzbar zu machen. Wobei, stimmt auch nicht. So, ich nehme hier erstmal einen Haufen von dem Zeug hier mit. Das ist Bambus. Funktioniert aber ein bisschen anders wie der aus der neuesten Minecraft-Version. Ich spiele in der 1.12, nicht in der 1.14. Ja, ihr hört schon die Hintergrundgeräusche. Es gibt eine Mod, die
die Hintergrundgeräusche verändert und es gibt eine Mod, die die Hintergrundgeräusche im Inneren von Höhlen verändert. Also, ich habe eine Mod in diesem Pack, die das macht, sagen wir es so. Nicht, es gibt eine Mod, es gibt eine Mod für alles. Ja. Das sind Blumen. Oh, schön. So, wie gesagt, ihr müsst mir unbedingt Missionen in die Kommentare schreiben, weil sonst mache ich halt einfach irgendwas in den Folgen. Und wenn ich eine Mission habe, dann werde ich halt diese Mission versuchen zu machen. Ich habe übrigens für die Mission nur insgesamt eine Folge Zeit pro Mission. Das heißt, wenn ich eine Mission wirklich machen will, dann nehme ich die am Anfang der Folge an, sage das. Und dann versuche ich die komplette Folge lang diese Mission zu machen. Wenn ich es nicht innerhalb der Folge schaffe, dann ist die Mission gescheitert. So, und ich brauche unbedingt Stein. Der erste Steinblock, den ich abbaue, ist natürlich kein Stein. Wie zu erwarten war. Bei meinem Glück immer. Habe ich eigentlich den Crafting Table mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Ja. So, es ist völlig egal, welche Farbe die Steine haben. Es deckt sich halt dann bloß nicht mehr im Inventar. Es ist alles Cobblestone. Ich kann mir aus allem einen Ofen machen. Oder die anderen Sachen. Das hier ist kein Cobble. Das ist Terracotta. Harden Clay. Tut mir leid, Harden Clay. Das heißt in der Malung, das hier ein Terracotta. Nee. Ich glaube, es heißt auch hier schon Terracotta, wenn ich es einfärbe. Aus welcher Mod sind eigentlich die Blumen hier? Tropicraft. Genauso wie der Bambus und die Pineapples. So, da vorne seht ihr auch schon. Frage ist, aus welcher Mod kommen die? Kann ich die jetzt essen? Nee, kann ich daraus was craften? Was ich essen kann, ich kann daraus eine Pina Colada craften. Die nerven mir, diese Viecher, die sind laut. So, hier haben wir Kohle. Das ist super wichtig. Erstmal am Anfang. Ist das jetzt nicht. Kann ich daraus irgendwas craften? Oh, das ist. Es schmilzt aber bloß ein, Alter. Also relativ schlecht. Ja, ich muss mir relativ schnell ein Schwert machen. Weil sonst habe ich das Gefühl, werde ich ziemlich schnell sterben. Und die da vorne, die dürften Kokosnüsse haben. Das sieht aus wie Kakaobohnen und es sind auch Kakaobohnen. Das verstehe ich nicht. Aus welcher Modifikation sind jetzt die Bäume? Sind die jetzt aus Biomwandel oder aus Trophycraft? Weil beide verwenden nämlich die Standardbäume einfach und verändern sie. Also Trophycraft nutzt halt für die Palmbäume diese normalen Bäume und tut dann die Kokosnüsse dahin hängen. Also normale Bäume, sie geben denen ein Palmaussehen und nutzen aber die Vanille. Das ist eine Hexe. Ich habe meinen Crafting Table tatsächlich doch mitgenommen. So, Schwein! Nahrung! Ja! Wir haben Tor. Was kann ich aus Tor machen? Kerzen. Hier ist nochmal irgendwo ein Schwein.
Schweinchen. Keine Sorge, ich tu dir nichts. Werde ich jetzt sterben? Ich werde sowas von sterben, wenn ich mich mit der anlege. Ich sehe halt jetzt schon, wie ich in der ersten Nacht einfach instant sterben werde. Entweder werde ich in der ersten Nacht sterben, oder ich laufe jetzt dann gleich auf einem Pfeilgefrosch drauf und sterbe davon. Weil die sind nämlich so klein, dass man sie nicht richtig sieht. So, ich brauche Stein für einen Ofen. Dann kann ich mein Fleisch schmelzen. Kochen. Nicht schmelzen. Und ich habe gerade wieder irgendeinen Tier gehört. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es aussieht mit Bäumen, die nachwachsen, ob die Standardtext, also ob die wie Standard-Minecraft-Bäume aussehen oder ob die auch so ein bisschen verflochten sind. Also, ich weiß nicht, ob sie so aussehen wie der Baum hier. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie so aussehen werden. Deswegen will ich die schönen Bäume eigentlich nicht abbauen. Und das hier dürfte nur eine Textur sein. Genau. Die existieren gar nicht. Das ist bloß eine Textur. So, es ist Nacht. Tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich jetzt gleich einfach sterbe von irgendwas. So. Und das ersetzen wir die Erde. So, das ist jetzt erstmal super wichtig, dass ich das gemacht habe. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen Licht. Und dann eine Schaufel.
Und das wird eine Spitzhacke. Okay, damit kann ich nochmal eine Holzkohle machen. Okay. Danke, Spiel. Genau das habe ich gerade gebraucht. Wenn ich jetzt gerade einfach nur runtergrabe, kann ich ja ein bisschen reden. Und zwar gibt es ja ein Projekt, das ich schon seit längerem am Laufen habe. Hat irgendwie über 50 Folgen schon. Ich bin ein ziemlicher Idiot, wenn es um Projekte geht, weil ich meine, wie viele Welten habe ich jetzt schon kaputt gemacht, irgendwie zerschossen und irreparabel gemacht. Gilt für dieses Projekt auch. Mein letztes Minecraft-Modpack habe ich zerschossen. Also die Welt habe ich zerschossen. Und die lässt sich nicht mehr starten. Und das heißt im Klartext, dass das Projekt abgebrochen ist. Weil... Was ist das? Oh, das Bone Shard. Daraus kann ich Knochenmehl machen. Ich glaube, das droppt selten zusätzlich zu einem Stein, den ich abbaue. So, das dürfte erstmal genügend Stein sein. Ich laufe mal hier aus, nicht, dass hier gleich Monster spawnen. Ich kann nachts eh nicht so viel machen. Momentan, weil ich halt einfach noch viel zu schlecht ausgerüstet bin. Ich leg dann einfach mal in den Ofen für den zusätzlichen Slot. Und dann setze ich den mal. Dann habe ich noch mal einen zusätzlichen Slot. So. Und Spinnenauge brauche ich echt nicht. Ich wollte über die Modliste gehen. So. Mods, ihr seht schon. Ich habe ja schon gesagt, Biome Bundle ist drin. Biome Bundle macht einfach nur die Biome schöner, die Standardbiome von Minecraft schöner. Dann es gibt ein paar Mods, die die Items hinzufügen. Das ist noch alles Vanilla, das auch. Hier bei den Spawn-Eggs sind ein paar mehr, glaube ich. Das ist auch alles noch Vanilla eigentlich. Modded geht hier los. Die erste Mod ist hier, die hier ist der Aether. Aether 2.
kennt, glaube ich, jeder den Äther. Also es ist halt einfach eine Wolkendimension. Ja. Das dürfte auch alles Äther sein. Das auch, das auch. Das alles Äther. Das ist bis hierhin, glaube ich, alles Äther. Ne, das ist auch noch Äther. Das ist Animania. Animania ist die Mod, die einfach nur jedes Standard Minecraft-Monster nimmt und dem halt einen ganzen Haufen Spawn-Eggs gibt. Also zum Beispiel hier, ihr seht ja schon Schwein, es gibt halt männlich, weiblich, Kind, und dann halt mit ganz vielen Texturen für jedes einzelne Tier in Minecraft. Und dann gibt es noch ein paar zusätzliche, zum Beispiel hier zusätzliche Vögel. Ja, das ist auch noch Animania. Animania fügt auch ein paar Nahrungsmittel hinzu. Ja. Paar Federn für bestimmte Tiere halt. Für die Tiere, die es hinzufügt, auch zusätzliche Nahrungsmittel. Und es gibt dann halt mehrere Chickens zum Beispiel. Und dann fügt Animania auch dieses Spawn-Egg hier hinzu. Das ist der Dart Frog. Der vergiftet einen, sobald man drüber läuft und macht Schaden. Und er kann einen ziemlich schnell töten und den siehst du praktisch nicht, weil er so klein ist. Und dann gibt es auch dieses Spawn-Egg hier, was einfach irgendein zufälliges Tier spawnt in Animania, was ich ziemlich cool finde, dass es das gibt. Aber ich meine, braucht uns nicht zu interessieren, weil ich bin ja nicht im Creative Mode. Das ist immer noch Animania, Animania, Animania. Wobei diese Eimer hier, die kommen aus anderen Modifikationen. Es gibt halt neue Sachen, die du in Ei neue Flüssigkeiten, die du in Eimer füllen kannst. Und dann halt für alle Eimer-Variationen, die irgendwelche anderen Mods hinzufügen, halt auch. Und es gibt Hamster und Hamsterballs. Ja, Flüssigkeiten. Dann den Antique Atlas. Das ist einfach bloß eine Minimap, für die man aber ein Item braucht, dass die Minimap angezeigt wird. Ich muss praktisch dieses Buch hier in der Hand haben, dass mir die Minimap angezeigt wird. Dann Autumn. Es ist einfach eine Wüstendimension. Gibt Pyramiden. Das ist eine ziemlich coole Dimension. Das ist auch alles Autumn. Das auch fügt ziemlich geile Fenster hinzu, die Autumn Mod. Und fügt ja, dieses Garabeos. Das muss man sich craften, um praktisch in die Dimension reinzukommen. Und es gibt ein paar neue Waffen. Es gibt diese speziellen Rüstungen hier, die bekommt man, wenn man dann eine Pyramide lootet. In jeder Pyramide ist eins von diesen besonderen Gegenständen. Und die sind teilweise ziemlich stark. Also die haben halt dann häufig irgendeinen speziellen Effekt. Arrow Rain, when fully charged, arrows splits into smaller arrows. Also wenn ich mit dem Bogen schieße und voll angespannt habe, dann zerteilt sich der Pfeil in mehrere kleine Pfeile. Oder was gibt's noch? Der hier zum Beispiel. Slam, fully charged attacks, knockback and strike all nearby foes. Okay, also wenn mein normaler Angriff, ihr seht ja da diesen Balken hier in der Mitte vom Screen, wenn der voll ist, dann treffen meine Angriffe alle anderen Gegner und haben verstärkten Rückstoß. Ja. Dann das ist auch noch Autumn 2, das ist auch noch Autumn 2, dann Baubles natürlich, dass ich die ganzen Sachen von Autumns nutzen kann und dann Dimensional Doors. Dimensional Doors ist eine Mod, die ich persönlich eher nicht so gern mag, weil die ist ziemlich gruselig irgendwie. Und ich kriege immer irgendwie richtig Herzklopfen, wenn ich in dieser Dimensional Doors drin bin. Also in den normalen. Aber die Mod ist eine Dimensionsmod. Deshalb habe ich sie hinzugefügt. Es ist eine sehr gute Dimensionsmod. Aber wie gesagt, es ist auch irgendwie creepy.
Ja, dann haben wir den Erebos. Erebos ist eine Dimension, die. Das Terrain ist so ein bisschen wie im Nether. Also, dass du oben praktisch Terrain hast und unten Terrain. Aber es ist so eine. Ja, so eine Insektendimension. Das heißt. Ich weiß nicht, es gibt ein Buch und die Mod ist nach dem Buch gemacht. So ein bisschen. Also halt in dem Buch reist so ein Kind in eine Insektendimension und erlebt da irgendwelche Abenteuer. Und diese Mod fügt halt einfach die Insektendimension hinzu. Diese Eimer kommen übrigens aus der Erebos-Dimension, also diese Bambu-Eimer. Bucket. Beim Bucket. Haha, Wortwitz. Geil. Ja, für das Portal braucht man diesen Staff of Gaia und dieses Portal. Keystone. Genau, dann kann man das Portal machen und in die Dimension reißen. Hat halt insektenbasierte Waffen. Ist eine ganz coole Mod, spiele ich tatsächlich relativ gerne mit. Freue mich auch schon darauf, in die Dimension zu gehen. Ja. Ihr werdet sie dann sehen. Irgendwann. So, das ist auch noch Erebos. Das hier ist auch noch Erebos und das auch alles noch Erebos. So, dann Exotic Birds. Eine Mod, die einfach nur Vögel hinzufügt. Es gibt noch dieses Buch hier, es gibt ein paar zusätzliche Federn, es gibt einen Phönix, den man beschwören kann mit so einem Phönix-Ei, das man aus Phönix-Asche craftet. Dann Gravestone-Mod. Gravestone-Mod ist einfach bloß, wenn ich sterbe, entsteht ein Grabstein und wenn ich respawn, bekomme ich diese Death-Info ins Inventar gelegt, um meinen Todespunkt einfach wieder zu finden. Ist besser als Keep Inventory, also fühlt sich weniger nach Cheaten an als Keep Inventory, fühlt sich eigentlich überhaupt nicht nach Cheaten an. Keep Inventory, wenn ich das anmache, fühlt sich immer so ein bisschen nach Cheaten an. Und wenn man es aus hat, dann verliert man immer seine Sachen. Finde ich beides eigentlich nicht so cool. Entscheide mich dann aber eher für Keep Inventory, weil ich es gewohnt bin, weil es auf vielen Servern einfach so ist. Weil es halt fairer ist. Dann Midnight. Midnight ist eine Dimension, bei der so Rifts hinzugefügt werden. Und es ist übrigens schon lang wieder Tag. Ich möchte so schnell wie möglich den Atlas craften, den ihr vorhin schon gesehen habt. Wenn ich ihn jetzt finde. Hier. Den craftet man sich mit einem Buch und einem Kompass. Also ja. Eisen habe ich ja schon eins, Redstone habe ich auch schon. Ich brauche nochmal 3 Eisen und halt ein Leder und das waren Hunde. Und Hunde sind hier super creepy. Ihr seid Schweine, gell? Ja, ihr seid Schweine. Perfekt. Schweine bringen Nahrung. Diese ganzen Blumen brauche ich eigentlich alle nicht. Die kann ich alle echt mal wegtun. Ich meine, ist ja ganz cool, dass die Mod Blumen hinzufügt, aber braucht man halt eigentlich echt nicht zusammen. Was ist mit dem Schwein hier los? Das hat ein Wasser einfach über sich. Hast du noch Wassereimer im Inventar? Vielleicht hat es Durst. Okay, da vorne ist eins der Dinge, die ich für ein Buch brauche. Da ist nämlich doch sehr froh gegen. Und dann gehe ich schon wieder zurück zu meiner kleinen Basis. Ja, so wie es aussieht, wird das eine 40-Minuten-Folge, die ich einfach nicht durchkomme mit allem, was ich erklären will. Tut mir leid. Die Ocelots, die wurden auch nicht verändert. Glaube ich.
Also ziemlich sicher, ja, sie sahen halt immer noch gleich aus. So, da sind Vögel. Leder brauche ich noch für den Atlas. Leder habe ich noch nicht gefunden. Der Baum wächst irgendwie nicht. Oh, eine Kiste wäre noch ganz praktisch. Ich gehe mir mal kurz da hinten im Baumfell für eine Kiste, dass ich ein bisschen was einlagern kann. Das ist eine Ente. So, ja, Leaf Decays oder Faster Leaf Decays oder so heißt auch eine Mod, habe ich auch mit drin und ihr habt schon gesehen, ich habe noch eine Mod drin, die mir erlaubt, den untersten Block von dem Baum abzubauen, dann den kompletten Baum zu fällen, wenn ich eine Axt habe. Und ich weiß nicht, wieso das gerade bei dem einen nicht funktioniert hat. Funktioniert aber, glaube ich, bloß bei den Vanilla-Bäumen, also nicht bei den verbesserten Bäumen, die diese Mod hier hinzufügen. Also nicht diese Mod, sondern eine der Mods, die ich hier drin habe. Das dürfte übrigens kein normaler Sand sein. Deswegen sieht er, ja genau, das ist Marble-Sand. Deswegen sieht er so ein bisschen heller aus. Und das hier ist Gravel. Aber auch hier wieder halt Marble Gravel. Es gibt praktisch sehr viele verschiedene Steinsorten und zu jeder Steinsorte halt Gravel und Sand und alles, was dazu gehört. So, und das war jetzt mehr, als ich dachte. Ach ja, und es gibt jede Kiste hat. Also es gibt zu jeder Holzsorte eigene Kisten. Ja, da geht im Weg. Der geht einfach nur im Weg. So. So, und es wird schon wieder Nacht. In den Ofen. Ja, das braucht man nicht. So, ja, das passt dann erstmal. So, dann gehe ich mal wieder ein bisschen in den Keller. Ich mag es überhaupt nicht, wenn man sich da jedes Mal den Kopf anstößt und ausgebremst wird, aber das muss jetzt halt sein. Weil nein, also es ist bloß ein Starterbase. Ich werde das ändern, so weit wie möglich. Ja, dann Dynamic Lights, habt ihr bestimmt schon bemerkt, ist drin. Ja, ich kann mal kurz hier weiter durch die Mods durchgehen. So, Erebos hatten wir schon, die Vögel hatten wir auch schon. Midnight, weiß nicht, ob ich das erzählt habe, mitten in der Nacht spawnen so Rifts und Rifters und die Rifters ziehen praktisch den Spieler in die Rifts rein und wenn du in diese Rift gezogen wirst, also in diesen Riss, dann landest du in der Midnight-Dimension und ja, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Es gibt ein paar Items in der Midnight Dimension, die ganz interessant sein könnten. Aber ja, nee. Ich meine, es gibt halt ein Erz in dieser Dimension, die ein bisschen stärker ist. Das ist ein bisschen stärker ist als Diamant. Aber ich meine. Ja, es gibt auch andere starke Waffen. Ja, dann Mystical World. Mystical World. Ich bin gerade am Überlegen. Was ist Mystical World?
Ja, das ist schon alles Quark. Mystical World. Ist das eine Dimension? Scheiße, ich weiß meine eigenen Mods nicht mehr. Kann sein, dass das eine Dimension ist. Wobei, nee, ich glaube, das sind alles Sachen, die in der Oberwelt spawnen. Ich glaube, das ist eine Mod, die Terrain irgendwie verbessert oder sowas. Ja, egal. Dann Quarks ist noch mit drin. Quarks ist einfach eine Mod, die einen ganzen Haufen Dinge hinzufügt. Also, ja, man kann Holz einfärben. Man kann diese Clay Tiles machen, die besonders für Dächer ganz cool sind. Weil die so ein bisschen aussehen wie Ziegel. Wo ist das? Das macht mir Angst. Ich gehe weiter. Ich sollte mal so weit hochgehen, dass ich sehe, wenn wieder Tag wird. Spreche ich da oben um die Kurve rum. Ich meine, in der Folge werden wir eh nichts mehr zustande bekommen. So, jetzt sehe ich, wenn Tag wird. So, ja, Quarks ist eine Mod, die sehr, sehr viele Kleinigkeiten macht, verbessert. Ist eine Mod, die eigentlich ganz cool ist, aber es gibt ein Feature in Quarks, das ich nicht mag, und das sind diese abgerundeten Bäume. Und ich habe das ein bisschen runtergedreht. Also normalerweise rundet der irgendwie bei einem Drittel ab, also hier irgendwo. Und ich habe das runtergedreht, dass er bei 2 Pixel rein abrundet und nicht davor schon. Weil zum Bauen ist das ziemlich nervig. Besonders wenn man dann so Holzblöcke nebeneinander tut. Sieht ein bisschen komisch aus. Mag ich daher nicht ganz so gern, aber ich wollte es auch nicht ausschalten, weil irgendwie sieht es ja doch ganz nett aus. Ja, so viel zu Quarks. Dann, das ist immer noch alles Quarks. Das ist auch alles noch Quarks. Quarks fügt, wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten hinzu. Ja, das ist auch alles Quarks. Es gibt ein paar neue Potions, dann Quarks, Mining Fatigue, Resistance, Danger Sight, Haste, all sowas. Dann Glas, zerbricht Glasscherben mit Quarks. Ja, es gibt den Pickering, den ich ziemlich cool finde. Es gibt die Torch Arrows, die ich auch ziemlich cool finde. Es gibt die Runes, die ich auch ziemlich cool finde, wenn man mit denen praktisch den Schimmer, den verzauberte Waffen haben, ändern kann. Leider funktionieren die Runes nicht so ganz. Also alle Runes, die irgendwie dunkel sind, machen den Schimmer einfach komplett weg. Was auch irgendwie cool ist, aber halt... Ja, ich meine, ich hätte schon ganz gern eine schwarz schimmernde Waffe. Finde ich cool. Dann gibt es diese Ancient Tombs. Mit denen kann man praktisch Enchantments auf eine zusätzliche Stufe erhöhen. Ja, also eine Stufe weiter als in Vanilla möglich ist. Kann man dann Schärfe, keine Ahnung, Depthstrider 4 nehmen oder Fire Protection 5 oder Looting 4. Ist ganz cool. Ja, geht auch mit Mending. Mending 2, weiß ich nicht, ob das was bringt. Infinity 2 bringt nichts, das weiß ich. Das habe ich ausprobiert. Ja, dann. Das sind die Betweenlands. Genau, die Betweenlands ist auch eine sehr große Mod. Woher, warte mal, das ist. Quark, Quark. Und das ist. Ja, das Betweenlands, genau. Das Betweenlands alles. Betweenlands ist eine Dimensionsmod. Ist eine der bekanntesten Dimensionsmods. Ist einfach eine Sumpfdimension und ist gigantisch. Ist alles noch Betweenlands, ja. Ja. Fügt auch sehr viele Waffen hinzu, die relativ coole Effekte auch haben. Ja.
fügt auch Schilde hinzu. Ah, Quarks macht übrigens, dass Schilde nicht so widerlich die Hälfte vom Bildschirm blockieren. Ja, Betweenlands fügt auch zwei Eimer hinzu. Und ein paar andere Sachen. Türen, diese Champs hier. Mit denen kann man Rüstungen nochmal verstärken. Dann, ja, lauter so Potions, die ganz cool sind. Und dann, ja, The Twilight Forest ist vermutlich die bekannteste Dimensionsmod. Oder vielleicht auch der Aether. Aether, Twilight Forest und The Betweenlands. Aber The Betweenlands ist sehr neu. Ich weiß nicht. Eine von den drei ist auf jeden Fall die bekannteste, würde ich mal sagen. Ja, ist eine super Mod, fügt super viele Sachen hinzu. Ein Schwert, das 40 Schaden macht und nach einem Angriff instant kaputt geht. Finde ich cool. Mag ich gern. Also, Spielereien, ist eigentlich ziemlich dumm, das Schwert. Ja, dann... Ja, okay, gut, das sind so Sachen, die für einen Creative Mod gedacht sind. Tropicraft ist auch eine Mod, die Dimensionen hinzufügt. Meiner Meinung nach ziemlich unbekannt, aber sehr schön, weil es halt so eine tropische Dimension gibt, in der dich eigentlich alles töten will. Ja, fügt diese Pineapples hier hinzu, bei denen ich dachte, dass es meine Haupternährungsquelle sein werden könnte. Dann Underground Biomes fügt diese ganzen Steine hinzu, es sind sehr viele, fügt auch zu jedem Stein Bricks hinzu, fügt Gravel zu jeder Steinsorte hinzu, fügt Sand zu jeder Steinsorte hinzu, fügt Clay zu jeder Steinsorte hinzu und du kannst mit allen Steinsorten praktisch die normalen Crafting-Rezepte machen. Ja. Genau, fügt Erze zu jeder Steinsorte hinzu. Und das war's dann auch schon. Ja, dann habe ich noch... Es ist schon wieder Tag. Wir sind jetzt bei 40 Minuten, glaube ich. Von dem her würde ich sagen, war's das an der Stelle für die erste Folge. War super lang. Ich habe alle Mods einmal erklärt, sonst war die Folge eigentlich relativ langweilig. Und gibt mir unbedingt Ideen für Challenges. Challenges mit Belohnung am besten. Könnt aber auch ohne. Ihr habt gerade eigentlich alle Items gesehen, die es gibt. Ich bin ja die komplette Liste einmal durchgegangen. Ja, 71 Seiten. Das, ja, geht. Hat schon Modpacks mit mehr, hat aber auch schon Modpacks mit deutlich weniger. Und wie gesagt, fügt in erster Linie Dimensionen und hinzu und Mods, die das Aussehen der Welt verändern, ohne Blöcke hinzuzufügen oder ohne das Gefühl von Minecraft zu beeinflussen. Danke fürs Zuschauen und ciao!